Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Banjo-Kazooie, The Jigs of Time. Es geht hier in die verlorenen Wälder, oder wir sind gerade in den verlorenen Wäldern und, yo, Alter, was? Oh, der Waldtempel, Leute. Alter, was ist er denn für ein bigger Typ? Hi. Soll er den dicken Moblin darstellen? Okay, wie viel Leben haben wir? Wir haben genug Leben. Ja, theoretisch, wir könnten jetzt da hoch. Aber die Türen sind ja gar nicht offen. Oder? Können wir in den Waldtempel? Wir können nicht in den Waldtempel. Die Türen sind nicht offen. Hier sind Federn. Bringt mir aber auch nichts. Hallo Waldtempel, wie öffne ich dich? So, da haben wir einen Baum. Da komme ich aber nicht hoch. Oh, natürlich. Ich jump erstmal voll in Leben rein. Das ist die Frage. Ist das Geheimnis, um das Tor zu öffnen, weiter unten? Irgendwo in ein Loch reinhüpfen oder so? Oder gar da oben drauf? Oh, die Musik ist auch schon wieder so cool, ne? Liebe ich ja. So, von hier komme ich ja nicht da hoch, oder? Nee. Okay, also wir haben hier das fette Triforce-Symbol. Ich würde einfach nochmal geradeaus gehen. Und würde nochmal die Leiter hochklettern, glaube ich. Und dann gucken, ob ich unter der... Oh Gott. Ob ich hier unter dem Typi vielleicht ein Loch finde. Ja, leider nicht. Aber hier geht's weiter. What? Okay, das kam unerwartet, dass es da weitergeht. Sonst ist hier, glaube ich, erstmal nichts weiter. Geht's jetzt einfach wieder zurück? Nee, okay, wir haben hier nochmal... Wir haben nochmal komplett anderes Gebiet. Geh weg. Oh Gott. Nein! Komm, Banjo. Jetzt hau den um, den Penner. Nein. Ich will jetzt nicht sterben. Nein, 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 nein. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Lass mich jetzt in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ganz ehrlich. Manchmal, einfach wegen der Kameraführung, verliert man hier gegen die einfachsten Gegner. Hallo? Er leckt mich doch am Arsch. Nein! Doppelkill einfach. Einfach Doppelkill. Jo, geil. Und wo lande ich jetzt? Lande ich wenigstens wieder am An... Na, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Hä? Ja, wo bin ich denn jetzt? Wo hast du mich gerade rausgeschmissen? Keine Ahnung, ich geh einfach mal hier lang. Ach, okay, hier bin ich. So. Erinnere ich mich jetzt noch an den Weg? Wahrscheinlich nicht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir müssen oben lang. Babababam. So, wie war das jetzt nochmal? Links? Links ging es da lang, okay. Dann rechts. Also wie gesagt, der Weg... Nee, das war falsch, ich muss geradeaus. Und da sind wir wieder, Leute. Okay, ich werde den jetzt einfach mal ignorieren, den Typi. Okay, also hier Kokiri Forest, ne? Und hier geht's wieder zurück in die Lost Woods. Aber... Hier hinten ist zum Beispiel noch so einer. Und eine goldene Feather. Und zum Waldtempel, genau. Aber wo geht es denn nach da? Das ist jetzt die große Frage.
Weil wir müssen ja irgendwie den Tempel öffnen. Ich denke mal, wir werden vielleicht irgendwo wieder was haben, wo wir Puzzleteile opfern müssen. Und hier ist es auch ziemlich... Ich sag mal, verwuchert, das könnte doch der Eingang sein, oder? Ja, guck mal. Da machen wir einen Waldtempel auf. Cool, Alter, 30 Puzzleteile. Das läuft doch. 10 brauchen wir aber. Wow. Also 10 Puzzleteile war bis jetzt auch das teuerste. Okay, Waldtempel ist offen. Ich bin echt gespannt. Also, ne? Waldtempel dürfen die jetzt hier nicht verkacken. Mein Lieblingstempel in Ocarina of Time. Allein wegen der Atmosphäre, Musik. Und weil es halt einfach der Waldtempel ist. Ich mag in Games irgendwie immer den Waldbereich. Keine Ahnung warum. Waldbereich sind irgendwie immer für mich am attraktivsten, sag ich mal. Ich meine, an sich sind Waldbereiche immer auch so mit fast die einfachsten Bereiche und immer die Anfangsbereiche, kann man sagen. Aber irgendwie mag ich die Anfangsbereiche auch. Ne, Waldbereich ist so für mich, ja, mag ich. Und Wasserbereiche sind dann eher so für mich so die Hassbereiche, Wasser und Eis. Aber alles, was so mit Wald und Gift und sowas zu tun hat, sumpfmäßig, das finde ich immer ganz cool eigentlich. Das, keine Ahnung, mag ich eigentlich gerne. Finde ich irgendwie, ja, mag ich. So, mein Digger. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Oder? So, ist es eine kluge Idee, den zu ignorieren? Jetzt renn mir doch nicht hinterher, Junge. Ich hau ihn einfach um. So. Ja, ich habe nochmal neu geladen, deswegen sind meine Leben auch wieder voll. So, und jetzt gehen wir da rein. Ab in den Waldtempel, Leute. Oh, cool. Ich freue mich drauf. Okay. Das sind also die zwei Hunde. Ja? Die Musik ist schon mal gut. So, können wir denn hier hochklettern? Wahrscheinlich schon, oder? Okay. Was für eine Mucke, ey. Wir können hier hochklettern. Wir denken einfach mal so ein bisschen an Zelda. Ah, natürlich sind da Vögel. Shit, 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 das tut weh. Okay. Da ist noch so ein Igambokan-Channel. So. Ah, ist so cool, ne? Ich freue mich irgendwie voll drauf. Wir haben hier bis jetzt halt wirklich jeden Tempel so mitgenommen. Das ist saugeil. So, warte mal, wie klatsche ich denn den am besten weg hier? Nein! Ah, Banjo. Konzentrier dich doch mal, ich will den Vogel wegklatschen. So, hier kannst du klettern, okay. Und jetzt? Natürlich. So, eins. Jo, den haben wir. Da ist unser Leben. Und da haben wir auch Noten. Aber hier muss es ja 5 Stück geben. Was ist denn das? Was ist KKT? Irgendwelche Initialien. Hat das irgendwas zu bedeuten? Weiß das jemand von euch? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, 1, 2. Warum sind hier nur 2 Noten? Gibt es hier unsichtbare Wände? Oder so ähnlich? Ey, das nervt mich jetzt schon wieder, ne? Dass hier nur 2 Noten sind. Und was heißt KT? KT. KT. Gefühlt ist einfach gar nichts gebracht, hier hochzugehen. Nö, okay. Also, ich sehe jetzt erstmal hier nichts. Ich hoffe, hier drin sind jetzt gleich 3 Noten. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann haben wir die 5er-Reihe completed. Okay, weiter geht's. Genau.
Okay, sind das jetzt so Hinweise? Werden die Fackeln jetzt auch ausgehen? Irgendwie fände ich das cool. Ich meine, den ganzen Tempel können sie eh nicht darstellen. Da wird es immer wieder ein paar Defizite geben. Okay, hier ist jetzt nichts passiert. Aber vielleicht müssen wir... Nee. Was? Müssen wir Geister töten? Ich habe gerade nur 4 Noten eingesammelt. Das heißt, irgendwo fehlen mir wieder welche. So. Hä? Warte mal. Was? Warum? Warum konnte ich hier gerade hochfliegen? Na klar, mich selber tot gemacht quasi. Hä? Also hier ist irgendwo eine unsichtbare Platte auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade einfach getriggert hat. So, auch nur 4 Noten. Also ich habe jetzt hier 4 Noten gefunden. Das heißt, irgendwo müsste hier eigentlich noch was sein. Oh, Alter, da ist sogar Majora's Mask hier in der Mitte. Sehr cool. Ich weiß nicht, wollen wir mal gucken, ob wir alle Geister töten müssen? Aber vielleicht in verschiedenen Räumen. Der rote könnte jetzt der erste gewesen sein, aber das ist doch ein grüner. Nein, daneben. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar goldene Federn dafür. Und wir können halt fliegen, ne? Das ist halt auch komisch. Aber da können wir halt auf die höheren... Willkommen, Erkunder. Oh, hallo, Shido. What's the deal with this place? Nothing is at Sam's in this haunted temple. This is the most complex level in the entire game. Ah, okay. Es ist ein komplexes Level hier. Oh Gott. Okay. Wir sollen alles aufschreiben, alle Geheimnisse und so, alle Tricks. Oh Gott. Nein. Ah. Ja. Okay. Das ist nicht Pokémon Snap. Okay, erstmal ein Hinweis für den Start. Wir sollen als Anfang einen Hinweis auf das Bild über ihn nehmen. Also ja, gut, wir haben hier viele Initialien und diese Initialien werden wahrscheinlich im Endeffekt dann irgendeinen Hinweis ergeben. Auf Englisch kann es aber sein, dass das halt irgendwie was ist, was ich dann wieder nicht verstehe. Ja. Touristeninfo. Genau, und alle Bilder enthalten halt irgendwelche Hinweise. Deswegen sollen wir unsere Kamera gut benutzen, um nach diesen Hinweisen zu suchen. Und theoretisch, ja, müsste ich mir mal das ganze Zeug dann aufschreiben. Das ist eine, keine Ahnung, Z mit einem Punkt und einer Ecke. Und das kann halt heißen, da ist in der Ecke eine Fackel und hier ist dann unsichtbar irgendwas, ne? Ja. Hier sind überall unsichtbar halt so Sachen, denen wir nachgehen müssen. So, jetzt habe ich zwar wieder 15 Noten, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das so richtig ist. Ich denke, irgendwo sind noch mehr versteckt. Vor allem in diesem Raum hier. Ja, ist, was? Okay. So. Schade, dass man sich irgendwie tricksen kann, dass man gar keine Feder verliert. Aber egal, wie kurz ich das anwähle,
Immer verliere ich mindestens eine Feder, leider. Okay, wir konnten hier auf jeden Fall auch einmal fliegen. Was, ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringen soll. Es sei denn, da... Okay, da oben ist auf jeden Fall was drauf. Vielleicht soll ich wirklich mal nach oben fliegen. Hier irgendwo war das, ne? Genau. Da ist auch noch ein Hinweis gewesen. Die muss ich mir vielleicht offscreen mal aufschreiben. Okay. Was soll das denn? Das nimmt einfach runterfallen. So. Hier, guckt, da ist noch ein Hinweis. Das war MJ oder so. Hier ist noch Spirit Tracks oben versteckt. Mann, fliegt doch nicht immer dahin. Das ist uncool. Aber an sich ziemlich cool gemacht. Mit diesen Rätseln und so. Aber ja, sie haben halt gesagt, das ist der trickreichste Tempel. Rätselhafteste Tempel in dem Game. Ah, guck mal, hier oben sind noch ganz viele Noten. Und wir haben hier ein RE oder so. Ist halt alles sehr fragwürdig, was das bedeuten soll. So, wir laufen hier erstmal eine Runde. Und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass oben in der Mitte des Raumes, also im Zenit, nee, keine Ahnung, wie man das nennt, ganz oben in der obersten Ecke vielleicht noch was sein könnte. In der obersten Kante. Ich finde es cool, dass hier so viele Nintendo-Spiele versteckt sind. Und da lernt man auch immer mal ein paar neue kennen. So, jetzt haben wir trotzdem nur 23 Noten. Okay, da ist noch so einer. Den würde ich mir schon noch gerne holen, auf jeden Fall. Und hier halt, wie gesagt, noch ein RE. Ich weiß halt nicht, was das heißt. Shit. So, den Jumbo holen wir uns auf jeden Fall noch. Ich muss mir das auf jeden Fall alles mal aufschreiben. Komm schon. Schnapp ihn dir. Ach nö. Ach Mann, ich verflatter hier wieder meine ganzen Federn. Komm schon. Ach Mann. Diese Steuerung, ne? Unglaublich. Okay, jetzt aber komm. Okay, schön. Dann haben wir das schon mal. Ja. Wird es sich denn lohnen, irgendwo mal einen Sprintangriff dagegen zu machen? Weil die Bilder sind ja... Also das Bild ist zum Beispiel überhaupt nicht aussagekräftig. Deswegen würde ich da einfach mal... Hätte er sein können, ne? Scheinbar hat Coco einen Hund. Hätte ich jetzt gesagt. So, wir landen erstmal wieder. Haben schon genug Federn verbraucht. Okay, zumindest haben wir schon mal ein paar Geheimnisse aufgedeckt hier in dem Raum. Denke ich zumindest. Kann ich hier hochklettern? Nö. So, ja, ich bin erstmal zufrieden mit dem Raum. Ich würde hier noch die roten Federn mal einsammeln, weil ich denke, wir werden hier noch öfter fliegen können. Guck mir gleich nochmal die Bilder ein bisschen genauer an. Und ich muss mir die Initialen, glaube ich, mal alle so ein bisschen aufschreiben. So. Ja, und der Part endet auch gleich, Leute. Ich würde auch keinen neuen Raum mehr betreten heute. Denn ich muss gleich auch die Aufnahmesession erstmal abbrechen. Das ist auf jeden Fall... Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Also da stehe ich auf jeden Fall und kann sehen, dass da... Dass ich da hochklettern kann vielleicht. Das könnte es mir vielleicht sagen. Dass da ein Ort ist, wo man hochklettern kann zweimal. So. Kugo war der Entwickler. Keine Ahnung, was er mir sagen will. Einfach so sitzt er wahrscheinlich cool da. Damit er im Spiel drin ist. Hier haben wir die Sprungplattform, das haben wir schon gesehen. Und ansonsten, wir können halt hier durch die Tür, wir können da durch die Tür und wir können da oben durch die Tür. Das sind die Sachen, die hier
gerade möglich sind. Und ich weiß auch nicht, ob es hier einen Aufzug gibt. Es gibt hier einen Aufzug. Okay, ein extra Level. Ach du Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht hierher. Okay, das schauen wir uns dann wohl in der nächsten Folge an, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Part von Jiggies of Time. Tschüssi, Leute.